Prädatoren sind Jäger, weil sie andere Tiere töten müssen, um zu überleben und sich in der Wildnis zu ernähren. Daher verursachen sie viel Chaos, wenn sie auf Beutejagd sind und etwas zum Essen suchen. Und genau das zeigen wir Ihnen jetzt. Einige faszinierende Jagden brutaler Prädatoren, die keine Gnade kennen. Also, lassen Sie uns loslegen. Fifteen Alligator-Krokodil verschlingt Schlange. In diesem Video wirft ein riesiger Alligator seine Beute, eine ebenso große Burma-Python, hin und her. Das Video wurde im Shark Valley Visitor Center aufgenommen, das sich im Herzen der Everglades in Südflorida befindet. Eine der neuen Spitzenprädatoren der Everglades sind die Burma-Pythons, die in Südflorida eine gut etablierte Population haben. Alligatoren wie der amerikanische Alligator jagen regelmäßig Pythons sowie andere Reptilien. In den meisten Fällen hat ein ausgewachsener Alligator keine Probleme damit, eine junge oder sogar eine erwachsene Würgeschlange zu töten und zu verschlingen. Die Burma-Python kann jedoch über 20 Fuß lang werden, was sie zu einer tödlichen Beute für die meisten Krokodile, einschließlich des amerikanischen Alligators, macht. Alligatoren stellen keine Bedrohung für diese großen Würgeschlangen dar, aber sie werden sie fressen, wenn sie hungrig sind. Mutschlangen sind stark aquatisch und verbringen den Großteil ihres Lebens inmitten von Wasservegetation und Ablagerungen. Anders als viele Wasserschlangen in der Region sonnen sich Mutschlangen selten außerhalb des Wassers und sind daher selbst für engagierte Naturforscher und Herpetologen selten zu sehen. Zu ihren häufigsten Beutetieren gehören Sirenen. Die große Sirene ist ein aalartiger Amphib und eines von zwei Mitgliedern der Gattung Siren, das andere ist die kleine Sirene. Zu den bekannten Räubern gehören der amerikanische Alligator und die Mottschlange. Sirenen und Mottschlangen sind nachtaktiv, aber in diesem Video scheint der Alligator eine Mottschlange gefunden zu haben. In diesem Video greift ein Alligator eine Wassermokassinschlange in Florida an und die Schlange hat gegen das hungrige Reptil keine Chance, wie Sie sehen können. Sie wird vom hungrigen Alligator zerfetzt und vernichtet. Pythons sind furchterregende Raubtiere, aber die Python in diesem Video stellt bald fest, dass sie nicht der größte Schrottplatzhund in der Nachbarschaft ist, als sie von einem Krokodil zum Frühstück verschlungen wird. 14 Leopard tötet Schakal-Wildlife-Enthusiasten hörten nachts zwei schwarzrückige Schakale laut bellen und jaulen. Früh am Morgen standen sie auf, fuhren direkt zu dem Ort, wo sie die Geräusche gehört hatten, und fanden dort die Schakale immer noch bellend vor. Bald darauf kam ein Leopard. Er kletterte direkt auf den Baum und kam mit einem getöteten Schakal herunter, von dem sie sicher waren, dass es sich um ein Jungtier der beiden Eltern handelte, das vor Schmerzen bellte. Wildlife-Enthusiasten. Bei einer frühen Morgensafari in der Masai Mara entdeckten diesen Leoparden, der um einen Hügel mit Löchern herumwanderte. Nachdem sie in die Löcher geschlichen war, tauchte sie mit einem Babyschakal im Maul wieder auf. Sie tötete zwei Babys und fraß sie, aber das dritte Welpen konnte entkommen. Der Schakal hatte einen Zahn, der sich durch die obere Lippe des Leoparden bohrte, weshalb der Leopard gelegentlich wütend knurrte. Als letztes verzweifeltes Mittel ließ der Schakal einen schrecklichen Gestank aus seinen Duftdrüsen frei, aber das reichte nicht, um sein Leben zu retten. Man sieht eine weibliche Leopardin, die mit einem toten Schakal im Maul davonzieht. Ein anderer Schakal ruft nach seinem Freund und fragt, ob es ihm gut gehe. Aber er hat keine Ahnung, dass er bereits vor dem Himmelstor des heiligen Petrus steht, um das letzte Gericht zu empfangen. 13. Löwe greift Krokodil an. In diesem Video stürzt sich eine Löwin ohne Rücksicht auf Verluste auf ein kleines Krokodil und tötet es in Sekundenschnelle. Aber als ihre Schwestern auch etwas von der Beute haben wollen, will sie nichts davon teilen. Als ein riesiger männlicher Löwe mehrmals das Bein eines Krokodils beißt und daran zieht, dreht sich das wütende Reptil um und bedroht den Löwen, der schließlich loslässt und weggeht. Das Krokodil entscheidet, dass es genug hat und kehrt ins Wasser zurück, während die anderen Löwen zuschauen, ohne etwas zu tun. 12 Jaguar
greift Capobara an Jaguare im Pantanal in Brasilien, ernähren sich hauptsächlich von Kaimanen und Krokodilen. Aber gelegentlich fangen sie auch Capybaras. In diesem beeindruckenden Video waren die Capybaras einfach zu nah am Jaguar, als dass sie widerstehen konnte, und sie hatte ihr Timing perfekt abgestimmt. Die Capybara rannte zum Fluss, aber letztendlich kam sie zu spät und erlag der Stärke und puren Kraft des Jaguars. Zwei Jaguarweisen schließen sich zusammen, um eine Capybara zu erlegen. Die beiden Katzen springen ins Wasser und jagen das große Nagetier. Nach etwas Verfolgung schnappen die Katzen das Nagetier und ziehen es aus dem Wasser, um es als Mahlzeit vorzubereiten. Dieser Jaguar erwischte eine Capybara in einem Sumpf und versuchte, seine Beute zu erlegen. Aber es ist nicht einfach, die größten Nagetiere der Welt zu töten, auch wenn der Jaguar es schließlich nach viel Mühe schaffte. Nachdem er einige Capybaras am Strand gestalkt und eines der großen Nagetiere angegriffen hatte, sieht man einen Jaguar, der vom Wasser weggeht und den Flussufer hinaufgeht, ohne etwas vorweisen zu können. Ich nehme an, die Nagetiere sind dieses Mal entkommen. Eleven Otter greift Waran an. Die Otter in diesem Video organisierten sich in einer Gruppe, als sie versuchten, einen Waran zu flankieren. Aber der Waran war bereit für einen guten Kampf und überraschte die Otter mit seiner kämpferischen Haltung. In diesem Video griff eine Gruppe von Glattottern einen malaiischen Wasserwaran an, als ein Otterjunges vom Schwanz des Warans getroffen wurde. Die Otter schlossen sich gegen den Waran zusammen und der Angriff war so heftig, dass der Waran sichtbar verletzt ins Wasser zurückzog. Dieser Waran wäre nie in den Wald spazieren gegangen, wenn er gewusst hätte, dass er von einem Rudel hungriger Otter belagert würde. Die Otter sahen aus wie Geier auf einem Kadaver, als sie den Waran angriffen. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe. Diese Otter kommen auf der Suche nach einer Mahlzeit, als sie einen Waran entdecken. Sobald sie sich dem Reptil nähern, schwingt es seinen Schwanz, um sich zu verteidigen, und erschreckt die Otter vorübergehend. Aber Otter geben nicht so leicht auf, also kommen sie zurück, um zu sehen, ob sie den Waran besiegen können. Das ist jedoch nicht der Fall, denn das Reptil hält Abstand von den Ottern. Ten. Leopard. Jagd. Warzenkeiler. In dieser klassischen Szene von Leopard gegen Warzenschwein nimmt ein junger männlicher Leopard ein Warzenschweinweibchen in Angriff, das genauso groß ist wie er selbst. Der Leopard setzt sein eigenes Leben aufs Spiel, um eine Mahlzeit aus dem Warzenschwein zu machen. Sowohl der Leopard als auch das Warzenschwein verstricken sich in einen tödlichen Kampf, da jeder sein Überleben sichern will. Warzenschweine haben in Situationen wie dieser schon Leoparden tödlich verwundet und große männliche Leoparden fangen oft größere Warzenschweine als dieses. In diesem Video jagt, belauert und tötet ein junger männlicher Leopard ein Warzenschwein im Thorny Bush Game Reserve. Das Warzenschwein ist stark, aber die Katze setzt all ihre Kraft ein, um es niederzuhalten, aber es ist nicht so einfach, wie es aussieht. In diesem Video jagt ein halbwüchsiger Leopard ein ausgewachsenes Wildschwein im Yala National Park in Sri Lanka. Der epische Kampf dauert mindestens 15 Minuten, als der Leopard schließlich das Wildschwein tötet. Der Sri Lanka-Leopard ist eine Leopardunterart, die in Sri Lanka heimisch ist und erstmals 1956 von einem sri-lankischen Zoologen gesichtet wurde. Seit 2008 wird der Sri Lanka-Leopard in der roten Liste der IUCN als gefährdet geführt. Nein, Karakal greift Vögel an. Der Karakal ist ein Fleischfresser, der sich von kleinen Säugetieren, Vögeln und Nagetieren ernährt. Er kann bis zu 3-7 Meter hochspringen und Vögel im Flug fangen, genau wie in diesem Video. Er belauert seine Beute, bis er nahe genug herangekommen ist. Dann beißt er in die Kehle oder den Hinterkopf, um sie zu töten. In diesem Video können Sie sehen, wie hoch der Karakal springen kann, wenn er einen Vogel fängt, der im Flug davonfliegt und ihn problemlos erlegt. Karakale gehören zu den erfolgreichsten kleinen Katzen der Welt. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich von Südafrika bis nach Indien und von Savannen bis zu sonnigen Wüsten und Bergen. Karakale haben sich an jede Umgebung angepasst, aber in trockenen Landschaften mit etwas Vegetation gedeihen sie besonders gut, da sie das richtige Gleichgewicht zwischen Beuteverfügbarkeit und leichter Anschleichbarkeit zum Jagen bieten.
Karakale jagen, indem sie ihre Beute belauern, sich bis auf etwa 5 Meter nähern und dann plötzlich sprinten und springen. Kleinere Beute töten sie mit einem Biss in den Nacken, größere Tiere durch Beißen in die Kehle und kratzen mit ihren Krallen. Eidädler greift Fischadler. An in diesem Video griff ein Weißkopfseeadler ein Nest an und schnappte sich ein Jungtier des Fischadlers. Wildtierbegeisterte waren zutiefst betrübt, als dies geschah, denn diese Vögel waren Teil eines besonderen Projekts. Weißkopfseeadler greifen oft andere Vögel an, und in diesem Video greift ein Weißkopfseeadler einen Fischadler im Flug an, und der Angriff ist in Zeitlupe zu sehen. In diesem Video startet ein männlicher Fischadler einen Angriff auf ein Fischadlernest und versucht fast, den verteidigenden Fischadler aus dem Nest zu stoßen. Mit dieser Ansicht des Nestes können Sie genau den Moment sehen, in dem ein Weißkopfseeadler über das Nest fliegt und die Küken im Flug schnappt. In einem Moment sind sie da und im nächsten sind sie verschwunden. Seewölfe greifen Moschusochsen an. Der Moschusochse ist riesig und kraftvoll und hat ein dichtes Fell zum Schutz. Daher haben diese 4 arktischen Wölfe, als sie beschließen, diesen Moschusochsen anzugreifen, ein Erlebnis vor sich, wie sie es erwarten. Der Moschusochse kämpft wie ein Tier und wehrt alle Angriffe ab, obwohl die Wölfe aggressiv sind und nicht nachlassen. Es dauert eine Weile, aber die Wölfe erledigen schließlich ihre Aufgabe. Wenn 2 Wölfe ein Moschusochsenkalb isolieren können, eilt die Herde zu seiner Rettung und vertreibt die Wölfe, zwingt sie, die Jagd aufzugeben. Die Moschusochsen halten ihr Motto "Einer für alle und alle für einen" aufrecht und beweisen es in diesem Video. In diesem Video jagen einige Wölfe und Experten beobachten, wie ein männlicher Wolf und seine Gefährtin einen Moschusochsen töten. Später finden sie sie beim Fressen eines ausgewachsenen Moschusochsen, den sie getötet haben. Man könnte sagen, es war ein erfolgreicher Tag im Büro für diese Wölfe. 6 Komodowarane greifen Ziege, an diese Ziege wurde gebissen, bevor sie versuchte, den Hügel hinauf zu flüchten. Und der Komodowaran erkannte die Richtung, in die die Ziege ging, am Geruch ihres Blutes. Schließlich, als die Ziege nicht mehr die Kraft hatte zu fliehen, wurde sie sofort von dem Komodowaran überfallen und gefressen. In der Gemeinschaft der Komodowarane werden Ziegen häufig von Komodowaranen gefangen, genau wie die Ziege in diesem Video, da die Komodowarane und einheimische Ziegen frei und ohne Zäune herumlaufen. Wie Sie im Video sehen können, ist es für einen Komodowaran ein Kinderspiel, eine Ziege anzugreifen, zu töten und zu fressen. Die Ziege in diesem Video kann kaum noch stehen, nachdem sie von einem Komodowaran getroffen wurde. Und als der Drache ein zweites Mal zuschlägt, ist alles in Sekunden vorbei und die Ziege wird von dem wilden und hungrigen Drachen gefressen. 5 Tiger greift Gaue an. In diesem Video sehen Sie erstaunliche neue Aufnahmen von einem dominanten männlichen Tiger aus Bandipur namens Raja, der eine ausgewachsene Gaue bei der Jagd erlegt und tötet. Gaues sind die größten Rinder der Welt, aber das hindert Tiger wie Raja nicht daran, sie zu töten. Wenn ein Tiger eine weibliche Gaue angreift und erwischt, versucht ein männlicher Gaue, der Weibchen bei der Flucht zu helfen, stößt sie jedoch versehentlich um und hilft damit unwissentlich dem Tiger. Er bringt seine Freundin praktisch um, wenn er versucht, sie zu retten. Wer braucht Feinde mit einem Ehemann wie diesem? Als dieser Tiger diese ausgewachsene Gaue tötet, fordert er ein weiteres Leben. Gaues sind die größten Rinder der Welt und das passiert nicht sehr oft. Anstatt die weibliche Gaue zu Boden zu bringen, kontrolliert der Tiger ihren Hals mit seinen kräftigen Vorderbeinen und klemmt seine schraubstockartigen Kiefer um ihre Kehle. Die starken Kiefermuskeln des Tigers zwingen seine 4-3 Zoll langen dolchartigen Fangzähne fest in ihre Kehle. Seine jagdlichen Fähigkeiten lassen die abscheuliche Tat fast friedlich erscheinen. 4 Bären greifen Karibu. An dieser Eisbär schwimmt einem Karibu hinterher und nach einigem harten Arbeiten holt der Bär das Karibu ein. Solch eine große Beute im Wasser zu handhaben ist nicht gerade einfach, aber der Eisbär kann damit umgehen. Es ist auch schwieriger für die Beute, unter diesen Bedingungen zu entkommen. Nach etwas Mühe und harter Arbeit schafft es der Eisbär, das Karibu aus dem Wasser zu ziehen.
Das ist eine beeindruckende Demonstration von Stärke durch den Bären. Ein Bär kann gesehen werden, wie er sich großen Herden von Karibus nähert. Daher ist es sicher anzunehmen, dass er etwas zu essen bekommen wird. Aber die Anzahl garantiert keinen sicheren Fang. Und der Bär wird immer noch hart arbeiten müssen, um den Fang zu machen. Karibu-Wanderungen wie diese sind ein wahres Festmahl für Grizzlybären, wenn der Bär eines fangen kann, was in diesem Video nicht der Fall ist. Dieses Karibu geht in diesem Video auf einen Bären los und stößt den Bären ins Wasser. Die Geweihe dieses Karibus sind riesig und gefährlich, wenn sie treffen. Dieses Karibu ist mutig, wenn es sich entscheidet, sich mit einem so gefährlichen Raubtier anzulegen. Die Jagd endet jedoch, als der Bär das Karibu auf den Rücken wirft und es gnadenlos tötet. Dieser Bär bemerkt ein Karibu, das ziemlich weit entfernt ist, und beginnt in diese Richtung zu rennen. Sie können sehen, wie der Bär in offenen Feldern rennt und ins Wasser springt, in Richtung des Karibus schwimmt. Inzwischen versucht das Karibu, so schnell wie möglich aus dem Wasser zu kommen, aber der Bär holt es in kürzester Zeit ein. Es ist erstaunlich, wie viel Gelände der Bär in so kurzer Zeit zurücklegen kann. Und offensichtlich holt er das Karibu ein. Sobald auf der anderen Seite, springt der Bär wieder ins Wasser und schwimmt in der Verfolgung des Karibus, der die Richtung im Wasser geändert hat und in die entgegengesetzte Richtung schwimmt. Der Bär holt das Tier im Wasser ein und die Aussichten für das fliehende Karibu sehen nicht gut aus. Dieser Bär ist entschlossen und er wird seine Beute einholen, was er auch tut. Der Bär springt auf das Karibu und setzt seine enormen Fangzähne sowie seine kräftigen Krallen ein. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Karibu nachgibt. Es ist Zeit für das Mittagessen. Und ich kann nicht sagen, dass dieser Bär nicht hart für diese Mahlzeit gearbeitet hat. Denn das hat er. Selbst nach all dem Laufen kann der Bär seine große Beute über das Feld ziehen. Welch unglaubliche Stärke und Ausdauer dieser Bär zeigt. Three Wildhund greift Kudu an. Das Kudu ist eine riesige Antilope, die einem Rentier ähnelt. Und Wildhunde genießen es zu fressen. Diese Wildhunde zerren an diesem Kudu am Straßenrand. Und obwohl das Kudu ziemlich groß ist und versucht, mit seinen Beinen auszutreten, sind die Hunde hartnäckig und schaffen es, es zu Boden zu bringen und lebendig zu zerfleischen. Die Hunde beißen wild durch das Tier. Und das Kudu kann nichts dagegen tun. Diese beiden Wildhunde im Video sind dabei, ein junges Kudu zu belästigen. Und obwohl es wie eine unmögliche Aufgabe aussieht, bestätigten Beobachter, dass die Hunde schließlich das Kudu ergriffen und es in dichtem Gebüsch töteten, wo es nicht auf Video festgehalten werden konnte. Eine einzelne weibliche Wildhund zeigt eine unglaubliche Stärke, indem sie ein junges Kudu zu Boden bringt und darauf frisst, während sie auf den Rest des Rudels wartet. Diese beiden Hunde schafften es, ein Baby-Kudu zu erwischen. Zum Glück waren Beobachter anwesend, um diese großartige Sichtung aufzuzeichnen. Wenn Sie diese Art von Gewalt nicht ertragen können, schlage ich vor, dass Sie für einige Sekunden die Augen schließen. 2G-Part greift Strauß an. Obwohl der Gepard besser zum Jagen ausgerüstet ist als ein Strauß, da Strauße viel größer sind als Geparden, ist es für einen Geparden eine schwierige Aufgabe, einen zu töten. Die Füße eines Straußes sind enorm und ein einziger Schlag auf den Kopf würde einen Geparden sofort töten. Der Strauß ist auch ein schnelles Tier und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 50 km per h. Daher müsste der Gepard trotzdem seine gesamte Geschwindigkeit einsetzen, um einen Strauß zu fangen. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Der Gepard steht da und beobachtet und nähert sich langsam dem Strauß, der keine Ahnung hat, was passiert. Als der Strauß bemerkt, dass er verfolgt wird, erhöht er sein Tempo und fängt an zu galoppieren. Es gibt zwei Strauße, einer davon läuft am anderen vorbei. Sie scheint den anderen anzuschreien, dass er zurückweichen soll. Der Gepard entscheidet sich stattdessen, den zweiten Strauß zu verfolgen, weil er langsamer ist. Ein zweiter Gepard schließt sich der Verfolgungsjagd an und die beiden attackieren den Strauß von hinten. Die beiden Geparden scheinen unter einem Rock einer Dame zu schauen, aufgrund der massiven Federn und des Hinterns des Straußes. Der Strauß wehrt sich und rennt weiter. Aber ein dritter Gepard kommt hinzu und hilft dabei, den Strauß zu Boden zu bringen und ihn zu ersticken, um ihnen eine leckere Mahlzeit zu bieten. Ohne Flusspferd greift Impala an. Flusspferde sind im Allgemeinen Weidegänger, Pflanzenfresser und Vegetarier.
Jedoch wurden sie gelegentlich dabei beobachtet, wie sie sich von Kadavern in der Nähe des Wassers ernähren und gelegentlich ein Tier fangen und darauf herumkauen, das sich ihnen zu nahe wagt. Es ist jedoch äußerst selten, einen solchen Vorfall zu beobachten oder zu sehen. Hier stießen Wildtierbegeisterte auf ein Flusspferd, das auf einer Impala herumkaute, die es einem Krokodil weggenommen hatte. Andere Flusspferde versuchten ebenfalls, etwas von der Impala zu bekommen. Es gab auch eine Gruppe von Welsen, die das Flusspferd umgaben und versuchten, einige Reste zu ergattern. Dieses Flusspferd findet sich in einer Zwickmühle wieder. Auf der einen Seite warten eine Menge nerviger Wildhunde darauf, dieses arme Antilopen zu verschlingen und sabbern vor Vorfreude. Auf der anderen Seite hat das Flusspferd eine winzige und fragile Antilope in einem Schlammloch stecken, mit Schlamm bis zu den Ohren. Die Hunde sind so nervig, dass das Flusspferd beschließt, dem ganzen Chaos ein Ende zu setzen, indem es einfach den Hals der armen Antilope bricht und sie beiseite wirft. Es ist fast so, als ob das Flusspferd wusste, dass die Antilope die Ursache für dieses Chaos war. Also entschied es sich, sie zu töten, um Ruhe zu bekommen. Und die Hunde bekamen letztendlich, was sie wollten. Das Leben ist der große Ausgleicher, sowohl für die Hunde als auch für das Flusspferd. Nur die Antilope zieht den Kürzeren. Ich habe Mitleid mit der armen Antilope, die wir gerade gesehen haben. Wie unglücklich kann ein Tier sein? Wenn es nicht die Wildhunde waren, dann das Flusspferd. Dieses Tier war von Anfang an verdammt. Welches war dein Favorit? Warum teilst du es nicht in den Kommentaren mit? Nun, das war es vorerst. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns bitte ein Like und lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Schauen Sie sich auch unsere anderen Videos an und abonnieren Sie, um Teil des Spaßes zu sein. Klicken Sie auf das Benachrichtigungssymbol, damit Sie unsere neuen Videos sofort sehen können, sobald sie hochgeladen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.